So, und damit herzlich willkommen zurück im Wald mit dem Vene. Es ist mir eine Ehre, wieder gemeinsam mit dir aufnehmen zu können, Eckhart. Hast du schon wieder ein Computerchip im Hals? Ah, so. Moin! Eckhart! Koko! Oh! Oh, hier! Oh! Noch einer! Achtung! Wo? Hinter dir! Ich kümmere mich um den anderen. Ja. Okay. Ich, ich ziehe mir gerade schon mal die Haut ab. Oh, mal her hier. Geil. Snacky Snack. Wir können nochmal was essen gleich, ne? Kokosblatt. Mach mal ein Lagerfeuer. Dann können wir gleich mal was braten. Da sollen wir nochmal einen ans Durchbraten. Ich mach mal ein größeres Lagerfeuer ausnahmsweise. Oh, keine Sticks. Was ist denn hier los? Keine Sticks, ich glaube, betagt. Eckhart, erinnerst du dich noch an die letzte Folge? Und sitzt der Schmerz immer noch tief? Ja. Die letzte Aufnahme ist ja schon... Die letzte Aufnahme ist für uns ja schon ein bisschen her. Bestimmt schon... Also mehr als eine halbe Woche, glaube ich, ne? Ja, ungefähr. Einige Tage auf jeden Fall. Ich finde keine Sticks. Na hier. Hab einen gefunden. Oder hast du schon alles? Ich prügel gerade die Bäume. Du hast Glück gehabt. Was war das denn gerade? So. Da ist ein Reh. Ein Reh. Reh. Wo kommt dieser Busch denn hier? Ja, aus deiner Hose. Ah. Ein Stick fehlt noch. Jawohl. So, dann packen wir mal ein bisschen Kroko drauf hier. Denn noch alles dabei? Nochmal dreimal kleines Fleisch. Einen rohen Hasen. Wir haben viel zu viel Essen aufgepackt. Egal. Hier liegt noch mehr. Ha? Theoretisch könnte man so einen mitnehmen, ne? Ja. Für die Base. Und so aufhängen. Dafür gibt es da tatsächlich noch ein Achievement. Echt? Ja, wenn man alle Wildtiere isst und aufhängt. Alter. Fressensparty. Om nom nom. Richtig schön, maximale Gönnung hier einfach. Wie viel das einfach ist, ne? Hast du auch noch aufgelegt? Ja. Eckhart. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwann kotzt oder so. So, gönn dir mal den letzten und danach würde ich sagen, wir können doch nicht sleepen, ne? Nee. Komisch, beim Ende der letzten Folge konnten wir ja sleepen. Das Spiel sagt nein. Speichern. Lass uns erstmal, wo wollten wir eigentlich hin? Wir wollten zurück zur Base. Zur Base. Ja, wir wollten zurück zur Base. Dann lass uns hier mal einen Kroko mitnehmen. Hast du einen? Ich hab schon, ja. Wo hast du den? Kann man den weglegen? Ach so. Ich nehm auch nochmal einen mit. Ach, das hier? Ach so, das meinst du. Ja. Dann nehme ich den hier so. Aber. Ich hab den Kroko. Okay. Na dann. Dann führ mich mal, weil ich bin jetzt schutzlos. Oder kann ich damit. Du kannst damit zuschlagen, ja. Tatsächlich sehe ich unsere Hüttenmarkierung mal wieder nicht. Aber ich sehe die anderen, die Fleckchen sehe ich. Fleckchen? Katze? Ja. Ja. Krass. Mia leider nicht. Ja. Oder Trixie. Wir müssen aufpassen, hier sind bestimmt noch irgendwo Kokos. Ich wäre jetzt auch dafür, dass das Fleckchen, Mia und Trixie jetzt alle hier so rumflauschen. Also Notfall, wenn wir jetzt irgendwie Kokos aufploppen, einfach mit Katzen abwerfen. Ja, das geht immer. So viele Blaubeeren. So eine blaue Beere, Junge. Ich hatte die Überlegung übrigens, ob ich in die Playlist nicht einfach ein bisschen Nook aus anderen Spielen schmeiße. Da muss man halt nur schauen. Es gibt... wir haben Besuch. Es gibt Spiele, da muss man, da muss der Content, der im Video gezeigt wird, entsprechend matchen mit der Mucke. Das ist beispielsweise bei Final Fantasy der Fall. Oh. Ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, scheiße. Schnell hier runter. Nee. Hinter dir. Miau. Stell dich mal im richtigen Gegner, du Lauch.
Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ach, fuck. Es ist echt fast unmöglich, denen einen Headshot zu verpassen. Weil entweder hampeln sie rum oder der Pfeil landet nicht im Kopf. Gib mir mal meine Pfeile wieder hier, danke. So machen wir die Flat. Easy. Der Pfeil war doch gerade im Kopf. Wieso lebt der noch? Jetzt. Doch. Nice. Ruhe in Frieden. So. Das gehen wir weiter? Das Wasser ziemlich tief. Irgendwo hier müsste unser Floß auch sein, ne? Oder ich weiß gar nicht mehr, wo das Floß ist. Nee, das war hinten beim Winter, bei Wintergebiet. Da sind wir doch hingefahren, weil wir da. Stimmt jo, Egad. Stimmt jo. Ey, sind wir da rumgefahren, ne? Erinnerst du dich noch? Jo, ich erinnere mich an unsere. Da haben wir uns ordentlich den Arsch versohlt. Aber nur während wir nicht auf dem Wasser waren. Ja, genau. So. Ah, da ist das Loch. Das Loch. Modern. Wo eggert denn der Eckart rum? Und was ist das hier? Oh, Hase. Lecker. Eggert, wo bist du? Neben dir. Was? Hier. Ach, da. Ah, warte mal, ist hier nicht... ja, doch, hier ist diese eine gewisse Location. Die Eggert-Location. Nee, Winne. Tut auch nicht, dass du hier so rumlöppt. Ja, das liegt daran, weil die Margaret nicht da ist. Nee. So. Aber ich glaube, wir nähern uns langsam, aber sicher der Heimat. Der süßen Heimat. Home sweet home. Oh, na toll. Freunde. Oh Gott. Aber wir haben keine Zeit für... Dann schnell dahin. Wohin? Zu Base. Die sind gefährlich. Die haben hier die Feuerbällchen. Nee. Ich möchte das. His balls sind on fire. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die zünden echt noch ihren eigenen Wald an. Boah, eines Tages loggen wir ein, es brennt alles. Nur wir sind da in unserer Base. Unsere Base brennt nicht, weil die ist hier am Wasser, aber der ganze Wald, der brennt einfach. Ich möchte das nicht, Eckart, wir brauchen das Holz. Oh, guck mal, apropos, wie viel. Alter, ist hier alt nachgewachsen? Viel auf jeden Fall, ja. Ah, hier sind wir jetzt, okay. Muss gerade erstmal checken, auf welcher Seite wir jetzt rausgekommen sind. Kannst du die Leiche erstmal liegen lassen? Oder den Kopf weichen? Ich kann die hier hinpacken, warte. Nee, mach nicht. Ah, genau see. Deswegen. Kannst du den Krokokopf mal nehmen? Ja. Einmal abladen und dann holen wir noch die Leiche. Lüg dir erstmal. Oh, Federn, Eckart! Federn! Oh. Alter, 120 Federn, easy. 120? Ich hab nur 70 bekommen. Fühl mich gut. So, ich guck mal, ob ich den Kollegen da drüben noch kriege. Warte, ich, so, Moment. Guck mal, wenn los, er geht. So, Hallo? Einer muss den, nee, was denn? Ich will jetzt angucken. Ach so. Ich zähne. Nee, einer muss das Boot steuern, der andere nimmt jetzt den Eingeborenen. Alles klar. Hoffen mal, ich krieg den hier noch raus. Oh ja. Wobbidiup. Moin. Wir können den ja auch irgendwo einfach hinlegen. Ins Lager. Ah, jetzt kann ich nicht mal. Hast du noch zwei Stöckchen? Nee, gar nicht. Nee. Der Nox hat übrigens einen Kommentar geschrieben, wie viele Sticks man mitnehmen kann. Auf diesem Ding. Der Noxy. Aus welchen? Auf dem Schiebeteil da. Ach so.
Ja, das muss so. Der ist da ganz entspannt. Warte, ich, ich snack mir immer schnell so ein Lurch. Mach mal. Auf so einer Baumschiebe, ich glaube, das sind 50 Stück gewesen. Ja, 52 meinte er, glaube ich, sind. Ich müsste jetzt selber nochmal nachgucken. Oh, ich glaube, er meinte 52. Was wo, denn? Wo ist er hin? Wer? Unser ist er durch den Boden geglitscht? Harald, nein! Ich glaube, Harald ist im Wasser gelandet. So, ich hole dir nochmal ein paar Fische aus dem Wasser. Fisch! Sieht bei den Hasen nicht, der gegen diese Baumrutsche rennt. Nee, ich bin gerade voll konzentriert auf die Fische. Und du triffst keinen. Doch. Okay, bei mir leben alle noch. What the fuck? Ich hab 3 Fische. Krass. Mehr kann man ja leider nicht mitnehmen. Nee. Aber ich hab noch, stimmt, ich hab noch 4 Fleisch, das kann ich mal aufhängen. Schön zum Snacken. So. Wupp. Schön den Fisch. Das ist ein Hase. Jo. Ah, komm, Hasen kann man auch noch mal dranhängen. Was habe ich hier noch? Ich habe noch einmal Fleisch. So. Nice. Das ist, glaube ich, noch vom Kroko. Leckeres, zähes Krokodilsfleisch. Ja, esse ich jeden Morgen. Ja. Immer zum Frühstück so. Sind die Zeiten, die Sleep-Zeiten eigentlich unterschiedlich? Weil hier ist der Balken... Nee, ich glaube, der war, wo wir losgegangen sind, war der weiße Balken noch deutlich kleiner. Ja, war er. Okay. Komisch eigentlich, ne? Das heißt, dann hat er tatsächlich irgendwie gespeichert noch, dass wir geschlafen haben. Aber irgendwie nicht das Überspringen der Nacht. Das ist ganz... Ach, das ist ein Lurch, Alter. Ich dachte gerade, hier läuft ein Krokodil rum. Ja, ja. Oh, Alter, Lurch, du, komm mal her hier. Wo ist denn der? Ich hab gesehen. Ich rieche deine Anwesenheit. Okay, lass uns erstmal ein bisschen Ressourcen wieder ranholen. Wir brauchen ja ein paar Sticks. Ein paar. Warte mal, ich hole mir erstmal so einen Karren hier. Gucken wir mal die anderen. Ja. Dann lass uns mal die Sticks holen. Das sind keine Sticks. Oh. What the fuck? Was denn? Die Media Player Bibliothek ist gerade bei mir aufgeploppt. Okay. Warum auch immer. Ah. Ben, stell dir vor, okay. Wir könnten einfach Linux benutzen. Ohne Einschränkung. Ja, das wäre nice. Wäre ich sehr dafür. Ach, es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Forest läuft ja, glaube ich, ganz gut unter Linux, ne? Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube schon. Wegen Unity wahrscheinlich. Ja. Kann sogar sein, dass es das sogar native gab. Das weiß ich gerade aus dem Kopf nicht mehr. Nein! Stell dir vor, wenn alle Retro-Titel einfach mit Linux. Ohne irgendwelche Retro-Titel funktionieren ja meistens ganz gut. Vor allem, wenn es ältere DirectX-Versionen sind oder so, oder generell sowieso DOS und alles ja sowieso, das geht ja über DOSBox dann, aber ja. Schön an Linux ist halt plus weniger Ressourcen. Dezent. Minimal. Windows so, du installierst es, ich nimm mir mal schon mal die Hälfte von deinem Arbeitsspeicher, ne? Egal ob ich brauche oder nicht. Was, wenn du so 128 hast? Hm? Oh, die Hälfte, die bräuchte ich dann. Das zum... Sicher ist sicher, ne? Ja, Windows ist eigentlich so wie wir. Man könnte einfach 50 Sticks lagern, damit man welche für Notfall hat. Man kann aber auch 5000 lagern. Weil, warum nicht? Dann hat man es ja, ne? Sticks. Mir fällt gerade was ein. Das sollte ich gerade nochmal machen. Wo ist es? Oder wieder heimlich kappen gehen. Nee, das ist Motion Blur. Also Blumen kann schon mal Blur. Weg. Das Motion Blur. Genau. Wo ist das denn? Wenn, wo war das denn? In den Grafikeinstellungen auf der rechten Seite irgendwo. Kann auch sein, dass es Bewegungsunschärfer heißt. Weiß es gerade auf dem Kopf nicht mehr. Oh, es ist auf Ultra gestellt. So. Ja Mensch, Egger, das ist ja komisch, ne? Es ist weg.
doch. Wir haben direkt vor unserer Base Aloe Vera. Ja, nice. Gleich mal einsacken. Wir müssen unbedingt. Oh. Oh, frisches Wasser. Wir müssen unbedingt noch Krempel. Kannst nicht mehr tragen, Stöcke. Wir müssen unbedingt endlich mal Zeug anpflanzen. Oh, ja, ich habe schon ein paar. Ein bisschen Saatgut. Das ist gut. Schön Sticks auf dem. Hey Gott, hab eine volle Ladung. Nice. Da müssten jetzt 72 Stöcke sein, glaube ich, in dem Fall. Ich bringe auch nochmal welche mit. Übrigens, an die Nox, vielen Dank für die. Ich fast vergessen. Mhm. Das ist ein Lagerfeuer, braucht kein Mensch weg. Kann ich das mal noch anzünden? Nee. So, dann, es wäre natürlich noch nicer, wenn man das Rutschding jetzt aufs Floß kriegen würde. Ja gut, das wäre ziemlich nice. Warte mal, kann man nicht, da wo die Baumstämme drin sind, kann man keine Sticks reinmachen, ne? Nein. Das ist nicht so geil. Obwohl, wenn man das da reinlegen könnte, dann überleg mal, wie viele Stöcke man in diese Teile legen könnte. Genügend. Heller, Knochenlager, Pfeilkorb. Oh Gott. Was ist los? Aua. Was ist schon wieder passiert? Was denn? Ich wurde wieder in die Luft katapultiert. Oh no, Egal. Wie macht man das Lager? Wie baue ich die größere Variante davon? Ja. Och mal, Alter. Mit R drehe ich. Ich bin fast tot. Egal. Du bist gerade neben mir gelandet. Ich weiß. Also mit R, also platzierst muss es schon gebaut sein? Du platzierst es und dann drückst du R. Ah, okay. Aha. Ich könnte mir mal einmal Medizin. Jetzt mal schöne Ibu reinballern. Genau, so bei. Ah, hier. Genau. Ja, ja. Ach, das ist ein. Ich dachte gerade, da ist ein Eingeborener hinter uns, aber es war ein Reh, was sich an dich ranpirscht und dich wegschiebt. Wie es wegrennt. Ja, einmal richtig schön vollpacken hier alles. Oh, ist schon voll. Was? Unmöglich. Das ging sehr schnell. Okay, mehr kriegen wir, glaube ich, wirklich nicht auf das Teil. Ne, komm mal rauf. Da hast du wahrscheinlich auch nochmal 20 dabei. Ja. Dann einmal ausbauen oben und dann weiter. Obwohl, wir sollten erstmal vielleicht die Lampen hier fertig machen. Welche Lampen? Und den Stuhl drin. Benne! Hä? Nice! Hey Gott! Setzen Sie sich! Ne? Ja moin, Egert! Ich glaube, das kann man super viel Folgen anfangen nehmen. Ja. Wer wird einmal ein kleiner Hupenbauchfischer und unseren Kumpel? Und guten Burger. Jawohl. Boah, jetzt muss ich was trinken. Meine Stimme ist noch nicht gut genug geölt heute. Moment. Ja. Ich sehe gerade. Ich sehe gerade, dass bei meinem Mischpult der Kompressor gerade voll am Abgehen ist. Warte mal. Dreh den mal ein Stück runter hier. So. Nee. Kurzes Audio-Testen zwischendurch. Sekunde. Wir sind keine Noobs, wir sind professionell. Ja. Und wer das nicht glaubt, den terminate ich seinen Desktop weg. Tschüss. Guck mal, Benne. Wenn los, er geht. Ich hab den ersten Anzug da schon mal. Ja, den Anzug. Wir könnten ihn mit Lurchhaut bedecken. Also ich hab noch meine, ich hab ja so diese Tarnung, Lurchtarnung an, ne? Ja, ja, hast du erzählt, ja. So, warte mal, Sticks habe ich jetzt noch 17 dabei. Damit kann man ja sicher noch was anfangen, vor allem oben, Lager. Mhm. Was ist das hier gewesen? Denn das ist die Pfeilkörbe? Nee, das Knochenkörbe, sind die Knochenkörbe, ne? Boah, die sind so teuer, ne? Die sind so abnormal übertrieben teuer einfach. Ich mach mal lieber hier hinten die Stickkörbe erstmal fertig. Ich mach grad mal was. Damit wir, falls mal, ne? Wir ein paar Speere reinlegen, oder was? Genau. Das ist nicht verkehrt. Hast du noch Knochen? Ja, hab ich. Kannst du uns noch welche. Okay. Nö, ich hab noch. Sticky, stick, stick. Okay, das waren nicht mehr sehr viele Sticks. Na? Steuerung von diesem Floß ist immer noch verwirrend.
machen uns mal gerade zum. Naja, falls mal hier, ne, die neuen Mutanten kommen. Da sollten wir uns vielleicht vorbereiten. Und uns den entsprechend equipped. Ich sag immer noch Katapult, Eggert, ne? Ja, müssen wir jetzt mal, wir müssen echt mal ausbauen. Ja, Katapult können wir auf jeden Fall auch schon bauen. Das war nicht so wahnsinnig teuer. Huch, das ist falsch. Das ist richtig. So. Oh, alle. Hast du noch ein paar, zwei Knöchelchen? Knöchelchen? Ja. Lass mich ganz kurz erstmal zurück zum Hütchen fahren. Mhm. Ich finde es irgendwie lustig, wenn man sich einen verbesserten Speer baut, dann hat er zwar eine Steinspitze, aber wo kommt die her? Die hast du dir aus dem Arsch gezogen, Eckart. Ach, so ist das. Das macht natürlich deutlich mehr Sinn, nicht? Das ist richtig. So, wie viel brauchst du? Zwei. Eins, zwei. Kann ich... Okay, ich muss dir die einzeln geben. Einmal. Danke. Du hast aber, gerade einen ganz schön gewaltigen Stock in der Hand, ne? Das ist richtig, Eckart. Ist das kann ihn auch wieder rausholen. Ist das nicht FSK 18? Weißt du wirklich? Weißt du. So. So. Jetzt, also wir haben jetzt 4 Speere für den Notfall. Ja, das ist doch gut. Oh, noch mehr Federn? Echt schon? Aber nur ein bisschen bei mir hier. Hier. Da war gerade was. Wie viele Federn habe ich denn mittlerweile? 137. Aber wenn wir jetzt hier noch einen riesen Stockvorrat haben, ne? Und genügend Federn, dann brauchen wir keine Katapulte mehr, dann zerfeilen wir die Gegner einfach. So. Tada! So, haben wir hier schon mal ein paar Stockkörbe. Nice. Obwohl, die würde ich sogar am Schluss machen. Die Stöckchenkörbe? Ja, weil wir brauchen gerade sehr viele Stöckchen. Ja, ich weiß, aber dann könnte zum Beispiel irgendwie einer hier oben ausbauen, der andere holt halt haufenweise Stöcker oder so. Aber das Floß, da kriegen wir halt kein Dingens mehr auf, weißt du, Eggert? Wir bräuchten eigentlich gerade mal die Holzlager, damit wir das Holz da schon mal einlagern können und die dann erstmal abreißen und da Stöckchenkörbe raufmachen. Das klingt nach einem Plan. Aber nächste Folge, Eggert. Ja, das ist die nächste Folge. Dann lass uns mal reinsetzen. Jawohl. Machen wir hier einmal schön dicht. Den Kamin an. Muss ja auch schön warm sein hier, nicht? Ich habe schon wieder Fleisch dabei. Dreimal. Achso, das sind die kleinen Dinger, glaube ich. Sind überhaupt noch frisch? Oh, ich habe gar keine Geldscheine mehr. Okay. Ich auch nicht. So, dann setzen Sie sich hin. Tja, moin, er geht. Wir müssen hier noch so eine Art Kerze oder so raufstellen. Irgendwas. Bier. Bierkrüge. Ja. Okay. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Ja. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.